Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 15. Mein Name ist der Kane und wir werden dieses Spiel jetzt gemeinsam bestreiten. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh. Mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Stratos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Episch. Episch. Definitiv. Und herzlich willkommen zu den unfassbar langen Ladevorgängen. Kapitel 1, der Aufbruch. Fürst Noctis Lucius Calum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Boah, dieses Let's Play wird zu lange gehen. Also wenn ich das Spiel 100% durchspielen will, 300 Stunden. Ja. Wenn ich nur normale Nebenaufgaben mit Story machen will, 200 Stunden. Scheiße. Aber egal.
Ja, der Vorgang ist echt episch. Ich hoffe, wir haben nicht so viel davon. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, das habe ich zuletzt vor 1,5 Jahren oder so gespielt, glaube ich. Jetzt habe ich mich gestern dazu entschlossen, das als Let's Play aufzunehmen. Jetzt hätte ich schon gleich machen sollen. Naja. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Ah, war fürchtet. Oh je. Yeah. Vielleicht mal tanken sollen die Leute. Echt unglaublich. Diese Musik. Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Final Fantasy 15. Luna Freya Nox Flore. Die Verlobte von Nocte stammt aus der imperialen Provinz Tenebra. Als Kind konnte Noctis ihren Namen nicht aussprechen und so nannte er sie einfach halber Luna. Ein Spitzname, der sich für die Kanagi. Ja. Hammerhead. Oh. Hey, da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel.
Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Okay. Jo. Gladius hat die meiste HP, deswegen denke ich mal, dass er so der Tank ist. Prompto hat am wenigsten, deswegen wird er wahrscheinlich wohl der oberste Damage-Dealer sein. Ah, ich muss so Nackes haben halt. Das mittlere Ding. Alles klar. Ne, da war das nicht. War das hier? Ausrüstung. Dann gucken wir mal. Willkommen, bla. Ja, das habe ich schon. Noctis. So. Eine leichte Variante der Kampfgruppe von des Prinzen von Nuss jetzt erhöht alle offensiven Statuswerte. Rüstungsmaterial, Schutz vor Angriffen und Notaren zu schaffen. Die kleine Unijacke, die Bewegungsfreiheit erhöht die Chance auf kritische Treffer. Entweder das. Aus. Ernsthaft? Wo ist das Ding denn her, Alter? Nein, will ich bei ihm nicht. Ich will das mit dem Crit haben. Den will ich haben. Okay. Ist halt so. So, er wird eher das mit der LP haben. Oder das? Ja komm, er wird den haben. So, das ist der mit der wenigsten HP, ne? Mit dem will ich das mit Angriff erhöht haben. Und offensive Statuswerte. Ja. Und dann kommt Prompto. Ich mache immer auch kritische Treffer. Sieht halt so aus. Das ist das Team. Egal, ich lasse den so, das ist mir egal. Zeitaufträge. Nur zu zeitlich begrenzten Sondereinheiten. Will ich gar nicht machen. Wie der aussieht, Mann. Ja. Egal, scheiß drauf. Ja, was können wir jetzt machen? Habe ich schon Kohle? Oh, falscher Knopf. Nix an Kohle. Egal, dann gehen wir mal in den Laden rein. Ich glaube, da kann man so kleine Quests annehmen. Oh. Hoheit. Wer will was mit mir? Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Danke. In deiner Navigator in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurant-Symbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay, machen wir. Mal gucken, was es hier so gibt. Oh, Gelb und Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gel? Was ist das denn? Prompto hat aber zu wenig Dings. Okay.
Sorry, das muss ich noch ändern. Das ist doch zu wenig AP, was Prompto hat. Komm, den habe ich auf. Und scheiß drauf, den nehme ich das einfach. Lass uns so. Als nächstes nach Lestano, das Panorama soll grandios. Ah, reden. Willkommen. Was kann ich für euch tun? Informationen. Hier meine Infos. Refugien wurden hinzugefügt. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ortschaften wurden angezeichnet. Sonnenstellen wurden eingezeichnet. Okay. Also Leute, komm, wir speisen jetzt mal was. Oh, ich hab gar kein Geld. Ich hab gar kein Geld. Monsterjagd. Verwandten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot, um die Gegend von gefährlichen Tieren und Sichern zu befreien. Musst du einen dieser Jagdaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder bei einem Informanten, um deine Belohnung abzuholen. Um deinen Jagddrang zu steigern, musst du die erfreuliche Anzahl an Jagdmarken sammeln. Geht ihr für uns auf die Jagd? Ja, komm, ich mach mal den ersten hier. Ja. Bringt Jill und dann kann man sich das Essen kaufen. Nichts überstürzen. Komm. Vier Stück davon töten, das schaffe ich. Warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Also, was machen wir zuerst? Ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Das machen wir zuerst, komm. Haben wir sie mal. Ja, ich habe eigentlich A gedrückt, damit er fragt, aber jetzt. Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Deadline. Ich schicke mal Kalle vor. Wir sind völlig abgebrannt. Gibt's hier vielleicht Arbeit? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr es mal versuchen? Herausforderung angenommen. Dem zeigen wir, was eine Hake ist. Ja, jetzt eine Fähigkeit. Juhu. Öffne das Menü und wähle Fähigkeiten, um unter Verwendung von Fähigkeitspunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Ah, okay. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Noctis bei einer Angriffsserie selbst keine Schaden nimmt. Ja, automatisch Ausweichen verbraucht MP. 6. Schildlanze ermöglicht einen Angriff in der Luft eines. Einen Angriff in. Ich will aber. Ist hier. Team. Da will ich was reinfallen. Erhöht den Schaden von Kombos. Ermöglicht das Kontern gegnerischer Angriffe mit dem Großschwert. Das ist der Gladius. Analysiert die Kampfbeginn den Gegner und zeigt Schwächen an. Plus Waffe lässt Prompto einen weit entfernten Gegner präventiv angreifen. Füllt den Kombo-Balken auf. Das ist ja für alle, ne? Füllt den Schaden noch groß. Ja, machen wir erstmal das. Was wäre das weitere? Er bringt einen mächtigen Angriff gegen niedergeworfene Gegner und erhöht den Schaden von Kombos immens. Alles klar. Aber seid vorsichtig! Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Ja, ja. Alles klar. Wir tanzen. Wir haben Bronzereife bekommen.
kann ich schon mal ausrüsten. Ich hab ein paar mehr. Unterwindet ihr einen Rechner aus der Turnte Stärke, gewinnt einen FB-Bonus, wenn die Offensive in der Kampfbilanz außerhalb des Trainings mit S bewertet wird. Ja, ich mach mal hier. Ein aus Bronzegefechte einfach erhöht das LP-Maximum. Ah, okay, ne, dann nämlich da bei dem das. LP-Maximum ist für ihn hier wichtig. Alles klar. Alles klar, dann machen wir mal gefährliche Tiere erledigen. Das können wir doch mal machen hier. Wow, die verkaufen ja ganz andere Sachen hier. So läuft das halt. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Nacht! Also, du hast von der Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt Gegner. Okay, wie geht das denn jetzt nochmal? Analyse. Okay. Huch! Halte B gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten, wenn ein Gegner in der Nähe ist. Seh nix. Das ist ja richtig in Fahrt. Markieren, Durchschuss, Sturm. Ich mach mal Durchschuss. Koordinate. Okay. Das war Nummer 1. Macht ja fast Spaß. Dum, 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 dum. Dieser Roboter sieht ein bisschen aus wie Yoshimitsu. Welche Gegnerangriff mit X aus? Alter! Kein Grund zur Sorge. Obacht! Fast fertig! Ja, der nächste ist da hinten. Kommt, gehen wir weiter. Also muss auf jeden Fall definitiv das Kämpfen wieder reinkommen. Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdin Kai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten! Hochzeit starten! Okay, ist notiert. Das sind die letzten. Gebt nochmal alles. Brauchen wir viele. Das aber kann über die Einstellung ausgeblendet werden. Ja, warum denn? Jungs, hier gibt's was zu tun. Wir sehen den Gegner an und wirf einen Schwert auf ihn zu. Ja. Nord!
Ah, so war das. Ah, geil. Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, bin fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Aber ich sag, da vorne ist und geh auch hin. Oder? Würde ich auch mal sagen, ja. Sydney, was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Mal vorbeischauen hier. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offen. Dein Jagdauftrag für Tao Ti. Wow. Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen. Weg dann, auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Aber hallo! Easy going, Alter. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Okay, dann gehen wir da hin. Noch hell genug. So, die Hütte. Etwas Größeres, aber doch nicht. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Ah, okay. Seltsame Tier. Diese Spezies wird Tao Ti genannt. Die Feldner weiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn sie die Anweisungen folgen, erhältst du FP. Da markiert ja zeigen dir Punkte, zu denen du dich warpen kannst. Basiere das Windrad an und teleportiere dich über den Warpunkt. Sie schließt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie teleportiere dich über einen Warpunkt an hohe Orte, um die P und MP Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Warpangriff attackieren und ihnen dadurch große Schaden hinzufügen. Ohne MP kannst du wieder ausweichen auf Warpangriff ausführen. Geh in Deckung und identifiziere dich auf einen Warpunkt. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Ist dort jemand?
Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke, nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Immer die anderen vorschicken. In Ordnung, das können wir nicht ignorieren. Sag uns alles, was du über die Bestie weißt. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf. Magieflakon, okay. Noct, dies ist eine ernste Gefahr für die Bevölkerung. Als Prinz bist du zum Handeln verpflichtet. Magieflakon, was kann ich denn damit Schickes machen? Gar nichts. Bescheid. Ich verstehe, das macht ja keinen Sinn. Feuer. Er hat Feuer im Repertoire. Alles klar. Haben wir noch irgendwas? Nicht, alles klar. Auf die Hörner genommen. Oh Gott, das muss ich jetzt machen? Ist klar. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo ich es eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Ja, gute Idee. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. Erstmal will ich den Magie-Scheiß aufheben. So, jetzt noch das Blitz. Rüstet sich das noch schick aus. Also Noctis soll auf jeden Fall auch eine Magie haben. Also ich muss erstmal bauen. Wie mache ich das eigentlich nochmal? Ich glaube nicht hier, oder? Doch. Soll ich ja irgendwie hier machen. Wie baut man nochmal Magie? Wie war das nochmal? Talente. Jetzt was anderes. Magie da. Nehmen mal 20 hiervon. 20 hiervon. Und 20 hiervon. Habe ich doch jetzt ausgewählt, ne? Ja, alles klar. So, jetzt auf dem Dom mal schön hin. Da wären wir.
Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao. Yeah.